Willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Weiter geht's Richtung 100%. Allerdings, wir haben ja hier in diesem geothermalen Tal ja schon ziemlich alles entdeckt, außer die drei Herausforderungen. Da fehlt uns ja noch ein bisschen was. Deswegen, muss noch mal genau schauen. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Hatte nämlich sehr, sehr viele Folgen im Voraus. Immer noch, glaube ich, knapp 2 Wochen oder so. So hängen gelassen. Genau, da fehlt noch dieses eine, die eine Zielscheibe. Das mit den Kürbissen weiß ich bis heute nicht. Und, ein Kaninchen und eine Zielscheibe noch. Deswegen würde ich sagen, wir begeben uns erstmal nach Sibirien wieder zurück. Müssten allerdings zu irgendeinem Lagerfeuer. Das war gut. Ich habe mir gestern mal... Ich komme gerade nicht auf den Namen, wie der Kanal heißt. Allerdings ging es da um Gaming-Sünden und er hat so, weiß ich nicht, für 15 Videos oder so von verschiedenen Spielen, wo er dann halt so auf satirische, sarkastische Art und Weise Gaming-Sünden erklärt. Und ihr müsst ja Zeit haben. Und unter anderem auch Rise of the Tomb Raider dabei. Das ist einfach genial. Müsst ihr mal gucken, Gaming-Sünden oder Game-Sünden in Spielen, irgendwie sowas. Total geil. So, Lagerfeuer. Heute geht's woanders hin. Lalalala. Genau. Da möchte ich hin. Wir haben jetzt nämlich... Oh Gott, die Plakate müssen wir noch entflammen. Dann müssen wir noch die ganzen Fahnen endlich mal abschneiden, nachdem wir danach... Weiß ich nicht, das dritte oder das vierte Mal zurückgekehrt sind in den Bereich, konnten wir dann endlich mit dem Messer umgehen. So. Oh Gott, gleich werde ich wahrscheinlich erschlagen, wenn ich schaue, was hier noch alles fehlt. Was fehlt denn noch? Herausforderung 2, 3 Truhen, 1 Relikt, 1 Dokument, 2 Überlebensverstecke, 4 Münzverstecke. Okay, das geht eigentlich. Den Monolithen, dort können wir uns erstmal anschauen, denn mittlerweile können wir genug Mongolisch, um da voranzukommen. So, sind hier jetzt noch Trinity-Leute? Weil immer mal tauchten ja dann doch nochmal welche auf. Sollte eigentlich nicht sein. So, genau, der stand da drüben, richtig. Okay, hier fehlt doch ein bisschen weniger, als ich dachte. So, mal schauen, was der hier noch offenbart. Die Grammatik ist etwas primitiv, aber ich denke, sie weist auf ein Versteck hin. Ja, das denke ich auch. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir das jetzt haben. Da ist ein Münzversteck. Wunderbar. Dann holen wir uns das direkt als erstes. Und nach den Flaggen müssen wir Ausschau halten, nach den Fahnen, die ich noch abschneiden soll. Da war doch direkt am Anfang ein, aber ich glaube, die hatten wir schon geköpft. Oder halt, ja, nicht geköpft, einfach abgeschnitten. Da hinten. Ja, okay, hätte ich auch von selber drauf kommen können, mal hier zu gucken. Aber das Outfit von ihr gefällt mir, wobei es jetzt hier wieder ein bisschen unangebracht ist und auch mir wird dabei ein bisschen kalt. So. Da ist noch ein Münzversteck. Da sind doch wieder Trinity-Soldaten, denn im Ladebildschirm vorhin stand nämlich, dass die in die Flucht geschlagen sind und es hier keine mehr gibt. Ach, muss ich nochmal hier hoch? Okay. Brauche ich Federn? Ja, wir können ja mal ein paar mitnehmen.
Da ist es nämlich schon. Plus 25 Münzen nochmal. Da unten ist das nächste, okay. Da ist noch eine Truhe. Da ist noch eine Truhe. Wie viele Truhen fehlen noch? Drei. Eine? Zweite? Ich glaube, ich weiß, wo die dritte ist. Da ist noch ein Münzversteck. Ach, das gibt's doch nicht. Da waren wir jetzt schon so oft. Komm, lass dich mal sanft hier runterfallen, Lara. Ah. Ich gebe zu, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Oh, ich gehe Trinity mal aus dem Weg. Null Bock auf Kämpfen gerade. Können da bleiben, wo sie sind. Nicht ein großes böses Tier? Naja, immerhin Giftpfeile habe ich noch genügend dabei. So, direkt hier, da unten. Schnapp sie und dann nichts wie raus. Sehr gut. So, dann ab zu der Truhe. Moment mal, wie viele von den Fahnenmasten fehlen denn noch? Sechs Poster noch, ja, okay. Und fünf Flaggen. Da oben ist auch noch eine Flagge. Okay. Ja, okay. Die sieht man sogar recht gut, weil die schön groß und rot sind. Alles klar. Lass uns da drüben die Flagge gleich noch holen. Genügend für euch alle dabei. War bloß zwei. Schade. Sehr gut. So. Kann ich denn von hier vielleicht noch eine andere sehen, zufällig? Oh. Große rote Flagge. Die Poster kam ja erst später. Ne? Da oben ist noch eine. Okay, hier geht's nicht hoch. Die Poster kam ja später und ich glaube auch da ist die letzte Truhe versteckt. Doch da runterfallen. Gut, da oben wäre noch eine Flagge. Wunderbar. Das wäre dann 1, 2, 3, 4, 5, die fünfte. Oh, komme ich denn da hoch? Was denn? Ah, okay, die sah bloß aus wie angemalt von der Seite. Okay.
Gut, die nächste Flagge wäre das. Zwei bloß noch. Die sollten machbar sein, oder? So, ab zur Truhe. Vielleicht fällt uns unterwegs nochmal was auf. Ich finde, das Spiel ruckelt gerade ein bisschen. Ich weiß aber überhaupt nicht, warum. Zumindest kommt es mir so vor. Ups. Schwinde. Wolf McWolfi. Die hätten mich vermutlich sowieso gleich angegriffen, deswegen habe ich die direkt mal mitgenommen. Da unten soll eine Truhe sein. Ach echt? Ah, guck mal. Stimmt, die hatten wir schon gesehen, aber irgendwie. Nein. So, von hinten. Da unten soll eine Truhe sein. War hier irgendwo ein Höhleneingang, dass ich. Ach so. Alles klar. Ja gut, da waren wir noch gar nicht drin. Also kein Wunder, dass wir die gar nicht gefunden haben. Oder finden konnten. Gut. Schrotflinte freigeschaltet. Hatten wir nicht sogar irgendwann eine bekommen? Naja. So, das wäre das. Da wäre die andere Truhe noch. Genau, also eine Flagge fehlt uns noch und halt noch die sechs, fünf oder sechs anderen Poster. Wir hatten ein paar gesehen, aber ich hatte dann noch diese Feuerpfeile hatte ich noch nicht. Deswegen konnte ich die dann noch gar nicht gescheit nutzen. Da oben, das ist doch die letzte. Ist das die letzte Flagge? Ich probier's mal. Bin mir nicht sicher, wobei hier zwei dann beieinander hängen würden. Weiß ich nicht. So, da hinten ist die Truhe. Ach stimmt, ich erinnere mich. Die hatten wir. War das? Ich glaube, da hatten wir auch schon mal eine gesehen. Da gibt es ja noch zwei Stellen. Wo es noch eine Truhe gibt. Eine da oben und eine weiter da hinten irgendwo. Genau da drin. Aber wie? Mich da hin. Man kommt da unten, glaube ich, rein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kletter erstmal hier hoch. Auf das Dach. Kann man von dem Dach da durch? Ich glaube, da rutscht sie bloß runter. Dann gehe ich mal hier unten rein. Da oben ist die Truhe. Ach so, da ist ein Loch im Dach. Achso, da kann ich durchrutschen und dann darüber springen. Okay. Ich glaube. Ich krieg's hin. Ja, und hier waren dann auch irgendwann die ganzen Poster versteckt. Und da drüben halt noch die eine Flagge, aber ich weiß nicht. Die sieht ja auch so aus wie die anderen, ob ich die. Ach nee, das ist ein Giftfall. Hör auf damit. Vielleicht kann ich dir. Passiert nichts.
Nee, 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 geht nicht kaputt. So, ich muss erstmal auf den Gebäudesims da oben drauf springen. Oder direkt. Ja, oder doch darüber sogar. Und dann nehmen wir das mal mit. Dann da irgendwie runter zu rutschen. So, und da oben war das erste Poster, was wir gesehen haben. Hatten. Da oben drin, da hatte ich noch versucht, da irgendwie was durchzuschmeißen. Aber das hatten wir dann sogar noch bekommen, oder? Ist es das? Ne, das hatten wir nicht bekommen. 2 von 7, okay. Hab dich nicht so. Und war da drüben? War das hier? Ich dachte, hier war nochmal irgendwo eine Kiste. Also nicht die da unten? Guck mal, da unten. Über uns ist noch ein Relikt. So, und jetzt kann ich doch hier irgendwo runterrutschen, oder? Ah. Ja. Genau, das hatte ich damals gesehen. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich dachte, ja gut, hatte ich nicht dran gedacht, dass hier unten so eventuell die Kiste zu erreichen wäre. Wunderbar. Dann haben wir auch die Kiste, spitzenmäßig, und die Pistole freigeschaltet. Wahnsinn. Schön, ne, wenn man alles erst nach freischaltet, nachdem man das Spiel durch hat. Ist ja aber, wie gesagt, überhaupt kein Thema. Hängt hier drin vielleicht noch ein Poster? Ja, tatsächlich. Ach, guck mal. Ist das das Relikt sogar? So ein Zufall. Oder? Der Rotbannerorden, eine weitere hohe Auszeichnung. Dieser Orden wurde aber absichtlich verunstaltet. Vielleicht ist der Besitzer in Ungnade gefallen. So, wunderbar. Dann, es fehlt ja trotzdem noch eine Truhe. Das eine Münzversteck hier drüben noch, irgendwo hier. Da ist noch das Münzversteck. Hier wird mir auch noch einiges angezeigt, aber da wird nichts hervorgehoben. Ich wüsste jetzt halt nicht, wo hier die letzte, wo mir doch die Truhe angezeigt wird. Das ist das letzte Münzversteck. Dann hätten wir das zumindest. Ein Dokument fehlt halt auch noch hier irgendwo. Aber ich wüsste beim besten Willen nicht wo. Das hier ist dann wieder was anderes. Es müsste eigentlich alles angezeigt werden. Doof. Ich wollte gar nicht. Ah, shit. Egal. Was? Neue Waffe verfügbar? Achso, okay. Ja, okay. Ich wollte mal ganz schnell das Münzversteck hier unten eigentlich holen. Da oder da unten? Ich weiß es nicht. Eins von beiden. Es ist ja in der Mitte der beiden unteren Lagerfeuer dort. Basislager. Als ich geladen habe, hier den Spielstand vorhin, waren wir schon bei 92%. Wird langsam.
hinten. Da. Doch wieder nicht hoch, oder? Oder? Lautlos? Was? Okay. Ah, ich hätte doch zu dem oberen gemusst. Ah, das ist gemein. Woher soll ich... Oder komme ich ja doch noch irgendwie anders raus? Den hatte ich noch nicht gesehen. Aha. Geheimnisse entdeckt. Da ist noch ein Überlebensversteck. Vielleicht wird mir jetzt auch die letzte Truhe irgendwo angezeigt. Da oben. Ja. Überlebensversteck und Truhe. Ach krass. Okay, den Tornister hatten wir noch nicht. Steht hier eine rum? Nö, dann da unten auch nicht. Lara, warum kriegst du? Da ist doch aber laut Karte, kann ich mich doch dort... Ist doch da so eine Seilbahn, oder nicht? Nee, da nicht lang. Gut, ich gehe zum Lagerfeuer zurück, teleportiere mich eins nach oben, dann holen wir dort das... Fuck, jetzt bin ich verkehrt. Ich weiß nicht, wo lang. Scheiße, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ah ja, doch, war die Tür. Alles klar. Jo, und dann sehen wir uns da oben beim nächsten Mal wieder. Ich denke, die Ladepause brauchen wir jetzt hier nicht im Spiel. Ich bin ja gleich beim anderen Lagerfeuer, das ist hier vorne, dann teleportiere ich mich hoch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und haut rein. Ciao.